bitte. Ursprünglich sollte nur ein kleiner Kinderfilm zum Thema Volkspolizei entstehen. Der Studioleitung geht sogar schon die Dekoration zu weit. Und was die Genossen schließlich ablehnen, bekommt im privaten Keller nun eine unerwartete Wendung. Oh, das ging. Der verwirrte Volkspolizist erinnert sich an die heilende und erfrischende Wirkung des Kakaogetränks Combo. Die Nebenwirkungen stehen damals noch nicht auf der Packung. Aufstehen. Was trinken? Ich schmeck. Ja. Ruhe. Der Knetefilm bekommt eine solche erotische Eigendynamik, dass er selbst heute noch im Fernsehen nicht unzensiert gezeigt werden kann. Dem DDR-Normalbürger sind derartige erotische Filmstreifen natürlich nicht zugänglich.